Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder eine Buchrezension und zwar zu diesem Buch hier, Die Unsterblichen von Chloe Benjamin. Warum habe ich mir dieses Buch gekauft? Weil ich Opfer dieser Kommentare auf der Rückseite geworden bin. Und zwar hat hier irgendjemand kommentiert, eine großartige Familiengeschichte, perfekt für alle Fans von Celeste Ng und ich liebe die Bücher von Celeste Ng und ab diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass ich das hier haben muss, wenn das anscheinend so ähnlich ist. Und ja, erstmal zum Cover. Ich finde das wunderschön. Dieser Baum mit dem Herbstlaub, auch wie die Zweige hier teilweise durch die Buchstaben wachsen und mit diesen goldenen Punkten. Und auch diese Oberfläche, die sich so ein bisschen samtig weich anfühlt. Auch wenn sie den Nachteil hat, dass da ganz schnell so Grabbelspuren drauf sind. Ich habe auch noch keine gute Methode gefunden, die wieder runterzukriegen. Wenn da jemand einen Tipp auf Lager hat, gerne her damit. So, wir kommen zum Inhalt. In diesem Buch geht es um die vier Geschwister, Simon, Daniel, Clara und Varia. Die sind, leben in New York, stammen aus einer jüdischen Familie. Der Vater hat ein Bekleidungsgeschäft. Und als sie alle vier noch Kinder sind, sagt ihnen eine Wahrsagerin jedem den Tag ihres Todes voraus. Und damit kommt eigentlich alles ins Rollen. Mancher glaubt daran, andere nicht. Aber im Verlauf dieses Buches stellt sich heraus, dass da was dran ist, dass eben jeder tatsächlich an diesem Tag stirbt. Und es geht darum, warum ist das denn eigentlich so? Ist das wirklich Wahrsagerei oder nicht? Und wie führen die vier dann ihr Leben? Die gehen alle sehr unterschiedliche Wege. Ich werde in dieser Rezension, ich nenne das vielleicht auch Rezension-Booktalk, weil ich schon auch ein bisschen natürlich über die vier sprechen möchte und über ihren Werdegang. Das Buch ist dann in vier Abschnitte, in vier Abschnitte geteilt und eben geht immer ein paar Jahre dann bis zum Tod des einen Geschwisters und dann die nächsten Jahre bis zum Tod des nächsten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt über jeden von denen spreche, schlagen wir logischerweise auch jedes dieser vier Kapitel mal auf und ich greife da sehr weit vor. Wer das schon als Spoiler sieht, der sollte vielleicht dieses Video sich nicht anschauen. Ich gebe mir natürlich Mühe, jetzt nichts wirklich Wichtiges, Tragendes vorwegzunehmen, aber ich glaube, das wird sehr schwer, weil dann dürfte ich euch fast nichts erzählen. Grob zusammengefasst geht es halt dann einfach darum, was macht ein erfülltes Leben aus, wie lebt man sein Leben, wie richtet man sein Leben aus, vielleicht mit dem Wissen, wann man sterben wird und so weiter. Ist es wichtig, ein erfülltes Leben zu haben? Ist es wichtig, ein langes Leben zu haben? Und so weiter und so fort. Was ist eigentlich ein zufriedenes Leben? Sowas in der Art. So, viel mehr kann ich euch nicht sagen, ohne weiter auf die Handlung einzugehen. Das heißt, wenn ihr nicht mehr wissen möchtet, dann schaltet vielleicht jetzt aus. Ab jetzt gibt es hier Spoiler definitiv vorhanden. Also, wir beginnen dann mit Simon, das ist der Jüngste. Und niemand wusste von den, also er hat seinen Geschwistern, also eigentlich beginnt es damit, dass der Vater stirbt. Und da treffen sie alle vier zusammen und reden dann eben auch nochmal darüber, über diese Prophezeiung. Und Simon ist der Einzige, der seinen Geschwistern nicht sagt, wann er sterben wird. Er sagt nur, es wird jung sein. Und kurz darauf ist es so, dass Clara dann mit der Highschool fertig ist. Clara ist die zweitjüngste und sie möchte gerne Zauberin werden, Magierin und ist eben seit ihrer Kindheit schon, interessiert sie sich dafür, auch so ein bisschen seit dieser Wahrsagegeschichte interessiert sie sich für diese Dinge und hat dann jemanden gefunden, der ihr immer so Zaubertricks beibringt und sie will nach Kalifornien gehen, um da eben durchzustarten. Und sie überredet Simon, sie zu begleiten. Und die zwei ziehen dann nach San Francisco und Simon ist schwul, das wissen außer Clara seine ganzen restlichen Familienmitglieder nicht. Und San Francisco war damals, das spielt so in den 60er Jahren, meine ich, da war das natürlich da drüben alles mit Homosexualität. Auch hier war das ja noch ein Tabuthema und da war das noch längst nicht so normal wie heute. Auch wenn jetzt vielleicht viele sagen werden, dass das natürlich auch heute noch Probleme gibt in der Gesellschaft damit. Das ist auch so, aber damals war es sicher noch viel schlimmer und San Francisco galt halt so ein bisschen als das Mekka der Homosexuellen, wo die sich ausleben konnten. Und das tut Simon dann auch, und zwar voll Karacho und hat dann viele Affären mit Männern, arbeitet in einem Club und fängt nebenbei an zu tanzen. Das fand ich ein bisschen unrealistisch, dass man, weil jeder, der schon mal irgendwie sich mit Ballett befasst hat, weiß, wie knochenhart das ist und wie lange das dauert,
das richtig gut zu können. Und das lernt man halt nicht in ein paar Monaten, aber okay, vielleicht weiß die Autorin das nicht besser. Ist egal, für die Geschichte war es auf jeden Fall, hat es gepasst. Dann nehme ich das jetzt so hin. Ja, und dann ist es aber eben so, dass Simon letztlich natürlich jung stirbt. Ich sag euch nicht, woran oder wie das passiert, aber natürlich ist das irgendwie Folge dieses exzessiven Lebensstils, den er dann pflegt. Und ja, dann, das ist halt ein bisschen die Frage, also er stirbt sehr glücklich und im Grunde ist das so die Aussage, er hatte vielleicht, er hat alles bekommen, was er sich gewünscht hat und das war es ihm halt wert. So. Und bei Clara läuft es dann etwas anders. Die fühlt sich schuldig am Tod ihres Bruders, weil sie ihn eben überredet hat, mitzukommen und er würde noch leben, wenn sie das vielleicht nicht getan hätte. Die Frage wäre, ob er dann glücklich wäre. Mit ihrer Zaubererkarriere läuft es eher so durchwachsen, weil das eine eher natürlich männerdominierte, also als Frau wird sie sowieso eigentlich nicht ernst genommen. Clara hat ein ernstzunehmendes Alkoholproblem und woraus ich nicht ganz schlau werde, ist, dass in diesem Handlungsstrang nahm das dann so übersinnliche Züge an, dass sie so Klopfgeräusche gehört hat, die außer ihr niemand gehört hat und irgendwann ist ihr dann aufgefallen, dass diese Klopfgeräusche aber Nachrichten ergeben und sie ist der Meinung, dass ihr Vater und ihr Bruder ihr Nachrichten aus dem Jenseits schicken und dann gibt es einen Mann, der immer mal wieder auftaucht, der tauchte bei Simon in der Geschichte auf, weil er ihn da mal verhaftet hat. Dann sucht er plötzlich Clara auf und verliebt sich in sie. Und ja, letztlich ist es so, dass sie mit jemandem zusammenkommt, ihre Zaubererkarriere dann auch ein bisschen besser läuft. Aber natürlich, ja, auch Clara, die wird natürlich deutlich älter als Simon, ist aber die zweite, die stirbt. Im Grunde ist es... Ja, ich bin aus diesem Handlungsstrang rückblickend nicht ganz schlau geworden. Ich habe in diesem Handlungsstrang ein bisschen angefangen, mich zu gruseln und gedacht, okay, jetzt wird es halt irgendwie so übersinnlich und vielleicht geht es dann irgendwie darum, um wirklich irgendwie Nachrichten aus dem Jenseits und so weiter. Und dieser Mann, der da immer wieder auftaucht, da bin ich mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, was der für eine Rolle hatte. Ich habe da gedacht, okay, vielleicht soll das so eine Art Engel sein oder so, der die irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Ja, jedenfalls kommen wir dann als nächstes zu Daniel, der Zweitälteste. Der ist Arzt geworden und ist dann beim Militär und ist Musterungsarzt und hat zu Beginn dann einen Streit mit seinem Chef, weil die Armee zu wenig Leute hat und er prüft eben die Leute, ob sie tauglich sind für den Kampfeinsatz und das Problem ist, dass viele eben eigentlich nicht tauglich sind und er die deshalb ausmustert und er bekommt deshalb Stress mit seinem Vorgesetzten, weil der aber die Leute haben will, weil sie eben zu wenige haben und er soll dann halt mal ein Auge zudrücken und letztlich wird Daniel dann suspendiert, weil er sich weigert, das zu machen und aus Daniels Handlungsstrang bin ich nie so richtig schlau geworden. Daniel ist halt einer, der im Grunde sich einfach mit Sachen abfindet. Der hat zwar vorgehabt, schon lange, dass er Arzt werden will, hat das auch gemacht. Als Musterungsarzt praktiziert er ja, aber nicht wirklich als Arzt. Also es war jetzt auch nichts aus der Intuition, was Gutes zu tun und Menschenleben zu retten, sondern er mustert halt Leute und, ne, also das ist jetzt halt so, sag ich mal, so ein bisschen die Minimalanforderungen, die man als Arzt so machen kann, weiß ich nicht. Ich will jetzt niemanden verletzen, der vielleicht sagt, das ist eine total anspruchsvolle, schwierige Aufgabe. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Aber das ist halt jetzt eine medizinisch deutlich, also mit weniger Anforderungen versehen, als wäre er jetzt Herzchirurg oder sowas, ja. Dann hat er ein Mädchen kennengelernt und sie, also vorher alle vier Geschwister sind jetzt nicht so richtig krass gläubig jüdisch, aber er lernt dann halt eine Frau kennen, die eben gläubige Jüdin ist und dann denkt er, ja okay, dann bin ich jetzt halt auch Jude und lebt diesen Glauben jetzt halt wieder aus, weil sie das halt auch macht. Dann hat sie irgendwo eine Stelle bekommen, ach ja, dann ziehe ich halt dahin und suche mir auch eine Stelle und im Grunde ist er halt einer, der alles einfach so nimmt, wie es kommt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was er eigentlich will, sondern so, wie es für ihn halt am einfachsten ist, was so der Weg des geringsten Widerstands ist. Und eigentlich haben die ein relativ komfortables Leben, aber so richtig glücklich ist er halt nicht. Es geht ihm nicht schlecht, aber richtig glücklich oder erfüllt ist er jetzt halt auch nicht. Und er weiß auch nicht, wo das eigentlich mal hinführt. Und
Ja, letztlich ist das, glaube ich, der Handlungsstrang, wo man am meisten diskutieren kann, wie viel an dieser Todesgeschichte dran ist. Weil es bei Simon kann man auch sagen, okay, vielleicht war das Zufall. Bei Clara auch, weil sie ja wirklich, die wird am Ende rückblickend dann halt wahrscheinlich, also ist die schlichtweg wahnsinnig geworden, so schizophren oder weiß ich nicht, dass die einfach übergeschnappt ist. Und bei Daniel ist es halt so, dass er irgendwie seinen Tod durch Doofheit selber herbeiführt, wo ich denke, Junge, wärst du einfach zu Hause sitzen geblieben, wäre dir vielleicht auch nichts passiert. Okay, vielleicht wäre er die Treppe runtergefallen, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, aber ich weiß es nicht. Das war einfach nur eine richtig dumme Aktion. Und wieder taucht dieser Mann auf, was ich schon ein bisschen, da habe ich wirklich gedacht, okay, vielleicht ist das wirklich so eine, soll das so ein Symbol sein, irgendwie wie ein Engel oder sowas, irgendwie der auf die, naja, aufpasst nicht, oder vielleicht, oder irgendwie, aber schicksalsmäßig an die gebunden ist, aber man weiß nicht wieso. Umso seltsamer fand ich es dann, dass er im vierten Teil nicht mehr vorkam. Varya ist die Älteste und die wird mit Abstand am ältesten von den allen. Also im Grunde sterben die auch in umgekehrter Reihenfolge, also die Jüngsten zuerst und die Ältesten zuletzt. Aber ja, Varya ist Wissenschaftlerin und forscht an Lebensverlängerung mit Affen und forscht auch an sich selber, also weil sie die Theorie hat, dass durch Kalorienreduzierung, quasi durch chronische Unterernährung würde man alt werden, weil der Körper dadurch an Stress so gut gewöhnt wird, dass er sich durch andere Sachen eben nicht mehr gestresst fühlt. Den Handlungsstrang fand ich etwas, also Varya ist halt, legt sich quasi selber in Ketten, die hat keinen Spaß am Leben, die genießt ihr Leben nicht, die lebt nach einem sehr krassen Zeitplan und so weiter und hat auch irgendwie halt so überhaupt keine Empathie, hat sich auch von ihren Geschwistern sehr früh irgendwie abgekapselt und dann passiert es aber, gibt es so ein Erlebnis, wo sie dann quasi plötzlich aufwacht und auch anfängt, sich mit dem Leben ihrer Geschwister dann auseinanderzusetzen, sich mit Leuten zu treffen, die gekannt haben. Und auch auf der Arbeit, es gibt halt einen Affen, der sich selber verletzt, weil der halt unglücklich ist und sie versteht dann endlich wohl, dass es am Essen liegt und dass das eben quasi kein Zustand ist, so zu leben. Und sie nimmt dann diesen Affen aus dem Käfig, bringt ihn in die Küche und gibt dem alles zu fressen, was er haben will. Dafür wird sie dann, natürlich verliert sie ihren Job, weil sie damit die Studie versaut hat. Und ändert dann ihr Leben radikal und fängt an, eben ein etwas erfüllteres Leben zu führen oder fängt an zu leben. Und letztlich ist es so, dass, finde ich, das Buch zu sehr auf diese eine Aussage hinausläuft, dass es quasi wichtig ist, sein Leben zu leben, dass man sich auslebt, dass man Dinge tut, die einen glücklich machen und so weiter. Das fand ich am Ende ein bisschen schwach, dass irgendwie alles auf diese Aussage hinausläuft. Weil ich das besser gefunden hätte, da verschiedene Optionen aufzuzeigen, wie man einfach sein Leben führen kann, weil es gibt nicht den einen richtigen Weg durchs Leben. Das ist ja von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, natürlich ist das wichtig, irgendwie auch zu gucken, zu tun, was einen glücklich macht. Aber da gibt es ja auch verschiedene Wege. Und es gibt Leute, die sind total glücklich damit, mega spontan zu leben. Es gibt Leute, die sind aber auch glücklich damit, ganz lange vorauszuplanen. Und ja, das ist irgendwie, das fand ich am Ende, ich meine, ja, die Aussage ist richtig und sie ist auch wichtig. Ich fand es aber ein bisschen schwach, dass es am Ende irgendwie nur die eine ist. Ich hätte lieber so, weil das Leben ist ja so bunt und so facettenreich. Und ich hätte es besser gefunden, wenn wir da so eine Palette von verschiedenen Optionen aufgezeigt kriegen. Oder einfach gar nicht, dass man einfach in der Diskussion bleibt, so, was macht denn ein Leben aus? Dass man das alles am Ende so auf die eine Sache runterbrechen muss oder kann, das fand ich nicht gut irgendwie. Das fand ich ja schwach halt einfach. Unterm Strich bin ich auch nicht aus jedem dieser Abschnitte so schlau geworden. Nicht alles davon hat mich so letztlich völlig überzeugt. Trotzdem fand ich, dass es ein gutes Buch ist. Am besten hat mir, glaube ich, Claras Handlungsstrang gefallen. Ja. Insgesamt auch die Kulturen, also so diese jüdische Kultur habe ich ein bisschen besser kennengelernt dadurch, was das jetzt ob das überhaupt eine Bedeutung hatte, dass das eine jüdische Familie ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Ich glaube nicht, weil die ja eigentlich auch nicht alle so wirklich gläubig sind.
Naja, es ist ein sehr interessantes Buch auf jeden Fall. Würde ihm 4 Sterne geben. Es ist gut geschrieben. Es ist auch eine interessante Geschichte. Ich finde halt am Ende von der Schlussaussage, ich hätte was Größeres erwartet. Und manches in dem Buch, vielleicht verstehe ich das auch einfach nur nicht. Manche Dinge in dem Buch haben für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich denke, sie werden einen haben, aber ich verstehe ihn einfach nicht. Ja. Viel mehr kann ich jetzt zu dem Buch auch nicht sagen. Ich würde gerne, aber ich weiß nicht so richtig was. Ja, deswegen höre ich jetzt auch. Vielleicht sagt ihr mir, ob ihr das Buch gelesen habt oder ob ihr euch dafür interessiert. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, trotz der Spoiler und meiner